Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welche es noch werden wollen. In den Kommentaren bei Schachcomputerinfo hat einer gefragt, wie man den Deckel abbekommt. Kann ja sein, dass ein anderer, bei diesem, der diese Videos guckt, das Problem auch vielleicht hat. Die Schraube lösen und dann sind hier drunter so, man sieht ja diese halbkreisförmigen Einkerbungen. Das muss dann hier mit, das erstmal trinken hier. Da sind hier drunter sind auch so Laschen an diesem Teil und damit kann man das dann rausheben. Wo ist denn die Lücke? So, das sind hier diese Teile hier. Die müssen mit den Löchern übereinstimmen. Da kann man das einfach rausheben. Dann sieht man halt das hier. Was auch immer man damit anfangen möchte, wenn man das sieht. Vielleicht für Reparaturen oder so. Da kann man das wieder hier so drehen und die Schraube reindrehen. Ich weiß jetzt nicht, was die Schraube unbedingt da zu suchen hat. Ja, vielleicht damit es nicht aus Versehen mal abgeht. So als Justierung oder als Feststellpunkt für die ganze Sache hier. Da wird einfach nur die, ist kein Gewinde drin. Man dreht einfach nur die Schraube ins Plastik. Das alles. Und das andere übrigens, wenn man ja, an die Keilriemen möchte, da muss man wirklich alle Schrauben darunter lösen. Und dann, also bis auf die Feststellschraube natürlich. Und dann kann man das so lösen. Und kann gegebenenfalls hier, das hilft sogar manchmal, wenn er nicht funktioniert, dann läuft er bis hier hin und dann läuft er nicht weiter. Dann macht er eine Errormeldung. Da kann man das hier korrigieren, indem man diesen Zapfen, der nicht über dem, über das Rad drüber weggeht, indem man den ein bisschen verschiebt. Das ist eigentlich schon alles zu diesem Thema. So, ich hoffe, ich habe geholfen. Kann ja sein, dass der eine oder andere sich das auch fragt, wie das wohl geht. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.